Also viel Spaß beim Rätseln, würde ich mal sagen. Viel Spaß beim Rätseln. Ah, ich muss rubbeln. Wir rubbeln. Rubbel, 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 rubbel. Rubbel, 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 rubbel. Okay, wir haben eine Familie, die haben alle vier Augen und einer hat eins. Deswegen ist er jetzt traurig, oder? I don't know. Echt laut. Ja. Warte mal. Moment. Ist das besser? Ja, oder? Ist das so besser? Hm. Also ich kann hier sinnloserweise an diesem... an dieser Leine rum... Ach so, ich muss die ziehen, okay. Okay. Sehr schön, da freue ich mich, Franzi. Okay, das ist super strange. Du Heilige, was zur Hölle? Also sowas habe ich auch lange nicht gespielt. Völlig gaga. Kapitel 1 Herkunft. Okay. Ein lilanes und ein blaues. In unserem ersten Spiel haben wir beide ein Geschenk namens Leben gewonnen. Was? Unser Schicksal wurde durch den Körper, den wir uns teilen, verbunden. Was ist denn das für eine abgefahrene Scheiße? Wer bist du denn? Das frage ich mich auch mal, wenn ich in den Spiegel gucke. Wer bist du denn?
zerschneidest unseren Körper und trennst somit unsere Zukunft. Okay. Gleichgewichtet. Was kommt denn jetzt? Ah, das sind wahrscheinlich die Eltern. Baby? Baby. Okay, wir wiegen mit einem Auge mehr anscheinend. Dead Mom. Mom vielleicht hier. Und Dad hier. Ne. Mom hier. Ne. Ja, das dachte ich mir fast. Das dachte ich mir fast. Gleichgewicht. Ich sitze auf dem anderen Ende der Waage. Eine Motte. Ach, guck mal, voll das niedliche Gesicht. Süß. Was kann... Oh. Oh, ach verdammt. Ach shit. Ich habe Fragen. Psst. Mama kümmert sich gerade um meinen Bruder. Lass uns morgen wieder spielen, Herr Motte. Okay. Was? Monchi, Hallöchen, Popöchen. Okay, so ein Ding ist das. Alles klar. Schwarz, weiß, weiß, weiß. Weiß. Oh, nee, oder? Ah, okay, gut, das geht. Verzeihung. Junge, was ist das für ein Spiel? Ich habe Mama etwas geschenkt. Ich hoffe, dass sie es nicht schon wieder wegwirft. Familienporträt. Was? Ah ja, ach, Fokus, okay. Wie ist das Game? Ist strange ist das. Super strange. Was ist denn die richtige Farbe? Keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen heller? Nee. So? Weiß nicht. Knips. Super strangest Game. Nicht? Vielleicht so? Ah ja. Also doch Haufen Kontrast. Heute haben wir ein Familienporträt aufgenommen. Wenn wir zusammen... Was? Wenn wir zusammen bin ich unheimlich glücklich. Oh.
Netzbilder entwickeln oder was, oder wie? Ist es egal welches, oder ich nehme einfach mal das. Ja. Warum sind da überall irgendwelche Flecken dran? What? Haben die alle mit Tomatensauce gespielt? Ein roter Raum. Jeder ist in Rot getüncht. Okay. Erkundung. Junge, ist das strange. Was ist denn das jetzt? Wahrscheinlich so, oder? Und er ist voll der Außenseiter oder so? Nee. Nee. Das Spiel voll. Mega verwirrend. Um was geht es denn eigentlich? Das weiß niemand. Das ist ein abstrutes Puzzle-Game. Man muss halt rätseln. Das ist sehr strange auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir gerade will. Ah, okay, warte mal. Vielleicht so. Was ist denn jetzt los? Prosti! Prosti! Habt ihr eine Idee? Ach, guck mal! Guck mal den Hintergrund an und guck dir mal den Hintergrund von den Bildern an. Papas Gewohnheit. Okay, Papas Gewohnheit sind Raupen zu rauchen. Ist stabil. Okay. Wir rauchen grün. Wir rauchen alle. Nee. Wir können... Huch. Okay, wir können zwei unterschiedliche Rauben rauchen. Ich weiß nicht. Rot und grün? Nicht? Äh.
Okay. Wir müssen die richtige Raupenmischung rausfinden. Du Scheiße. Gelb und blau. Rot und gelb. Vielleicht. Blau und grün. Auch nicht. Gelb und grün. Okay, nur rot. Weil rote Punkte auf dem Ding, oder? Auch nicht. Ach, guck mal. Ach ja, klar. Das ist so ein Simon Says Ding. Jetzt haben wir eine gelbe Pfeife. Jetzt rauchen wir eine gelbe Raube. Das ist ja ein Traum. Orange. Wie macht man denn orange? Rot und gelb, ne? Ah. Lila ist blau und rot, ne? Ah, ja gut. Blau. Alter, was der an Raupen wegraucht, ne? Pfui. Ah, wer weiß, was es für einen Kick bringt. Zerstoße alles in einem Steinmörser. Er wird schon alles irgendwann einsaugen. Ah ja. Na klar. Mamas Gewohnheit. Was kommt denn jetzt wieder von... Was? Mamas Gewohnheit sind Blumen mit Gesicht? Was? Was? Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Sie beobachtet Blumen anscheinend. Okay. Folge ihrem Blick. Und sieh genau hin. Irgendwann wird sie sicher zufrieden sein. Natürlich. Natürlich. Die Schatztruhe meines Bruders. Hör mal, gar nicht gemerkt, dass du an bist. Ja, Iku. Mensch, mach die Bummeln auf. Mach die Bummeln auf. Ich kann am Ohr kratzen. Oho, das gefällt ihm anscheinend. Ich kann an dem Ohr kratzen. Ah ja. Okay, erst an dem Ohr. Nee. Twitch hat wieder nicht benachrichtigt. Ach, das ist zum Kotzen, wirklich. An dem Ohr, an dem Ohr. Wieder an dem Ohr. Nee. Nee. Das Ohr. Das Ohr. Dann das Ohr. Nochmal das Ohr. Jawohl. Wir sind sowas von KLUK. KLUK. Wir sind klug. KLUK. Ich wusste gar nicht, dass mein Bruder so viel Spielzeug hat.
Musik ist ein bisschen arg laut im Verhältnis zu dir. Reinkommen erstmal weg. Ja, ich weiß, das Game ist wirklich übel arg laut. Ich kann nur leider, es gibt keine Einstellungen, leider. Das ist eine Demo, es gibt auch eine Vollversion, aber ich wollte erstmal die Demo spielen. Ich habe noch ein bisschen leiser gemacht. Ich hoffe, das geht. Ein Buch. Ach ja, wieder so ein Ding. Alles klar, ich verstehe. Wie gut, das Spiel würde dir bestimmt auch gefallen. Ziemlich makaber. Ja, voll. Voll. Oh. Pech. Was zur... Alter. Also das Spiel, das ist, ja. Da sind wir wieder. Wie heißt es denn? Live Gallery. Verdammt. Bin ich etwa für diese ganze Misere verantwortlich? Wahrscheinlich, du Balk. Luxen. Ja, luxen wir mal. Okay, was gibt's hier? Wir müssen bestimmt das Ding zusammenbauen, wa? Da ist auch noch ein Teil. Da ist auch noch eins. Ah ja. Und links auch. Dankeschön. Oh Gott. Das ist doch richtig so. Da fehlt doch. Ach hier, alles klar. Oder. Was ist das denn? Ach, das schon, wir sind Pizza Head. Heute ist mein Bruder mit Mama und Papa ausgegangen. Was ist denn das? Bei manchen Spieleentwicklern darfst du einfach dich in den Kopf gucken. Das geht nicht. Was ist denn das? Junge. Hier hängt ein Fisch am Hirschgeweih und überhaupt... Thank you for playing Live Gallery. Demo. Das ist ein ziemlich... Verzeihung.
Das ist ein ziemlich interessantes Spiel. Er muss doch vorher gekifft haben. Naja, also entweder full hart auf Drogen oder das Spiel ist deeper, als man glaubt. Ich glaube eher beides. Schade. Das war schon die Demo. Kiffen macht nicht so bösartig oder makaber in der Regel. Ja, gut, das stimmt auch wieder. Das war die Demo. Die Vollversion kostet 2,99 €. Weiß halt nicht, ob sich das lohnt. Ich meine, wie krass kann es noch werden? Das ist die Frage. Bin ich etwas überfragt, wenn ich ehrlich bin. Wer ist denn eigentlich der Entwickler? War gar nicht mal so schlecht, fand ich, von dem, was ich gesehen habe. Ja. Ich würde mir die 2,99 € sparen. Weiß ich nicht. Es sieht schon interessant aus. Auf jeden Fall ganz cool. Ob ich Geld dafür ausgeben würde, ist zweitens. Ja, das ist es halt, ne? Also die Frage ist halt, was noch kommt. Also, ich meine, in der Demo zeigst du ja eigentlich irgendwas Überzeugendes. Die Rätsel. Ja, weiß ich nicht. Rezension. Ich fühle mich seltsam. Ja, kann ich nur bestätigen. Ja, ich lasse es mal auf der Wunschliste. Falls ich doch Bock kriegen sollte, das Ganze zu zocken, kann man es ja immer noch kaufen. Ne? Ich pack's mal auf die Wunschliste und dann gucken wir uns das vielleicht eventuell nochmal an. Würde ich sagen. So viel dazu. War schön, hat Spaß gemacht. Was ich auch schön finde, es gibt keine Funktion, das Spiel zu beenden. Also Alt F.